Alles muss raus. Mehr als 200 Meter Buchsbaumhecke komplett abgestorben. Vernichtet hat sie der Buchsbaumzünsler, eine aus Ostasien stammende Schmetterlingsraupe, die mittlerweile in unserer Region in Massen auftritt und die Buchsbäume meist vollständig zerstört. Der Buchsbaumzünsler bringt mindestens 4 Generationen pro Jahr hervor. Die letzte überwintert gar in Kokons aus Blättern und Gespinsten. Eine Bekämpfung ist so gut wie aussichtslos und Nachpflanzungen kann leicht das gleiche Schicksal treffen. Holger Zahn, Chef der Späthschen Baumschulen in Berlin, ist daher schon länger auf der Suche nach geeigneten Alternativen. Häufig empfohlen wird die kleinblättrige Art der Stechpalme Ilex grenata, die in Wuchs, Form und Farbe dem Buchs sehr ähnelt und aus Asien stammt. Ilex grenata mag einen eher sauren Boden, daher sollte man immer etwas Rhododendron-Erde mit einarbeiten. Doch nicht jede Sorte verträgt Sonne, Wind und trockene Kälte gleichermaßen gut. Es ist so, dass die Ilex grenata-Sorten auch unterschiedlich sind und es gibt immer wieder irgendwelche Hinweise, welche doch verträglicher sind, welche besser über den Winter kommen. Bloß man darf nicht vergessen, wo diese Hinweise herkommen. Die kommen meistens aus traditionellen Baumschulgebieten, die dann doch maritimes Klima haben, im Hamburger Raum oder in Bremen oder in Holland. Das können wir nicht für Brandenburg oder Berlin gleichsetzen. Deswegen wollen wir, wenn es um Größenordnung geht, auf Nummer sicher gehen und nicht einfach mal 300 Meter Hecke austauschen und anschließend eine böse Überraschung erleben. Deshalb hat der Fachmann 8 verschiedene Grenata-Sorten ausgesucht, um sie hier unter ganz realen Bedingungen zu testen. Aufgepflanzt in Reih und Glied. Zum Beispiel die Sorte Convexa mit dunklen Beeren. Ähnlich die Dark Green. Gelber im Laub die Sorte Golden Gem. Empfohlen wird der Ilex grenata Stokes, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Wir haben auch noch ein kleines Schmeckerli dabei und zwar haben wir auch eine Berberitze, eine immergrüne dabei. Das ist die Berberis buxifolia nana, die hier außen steht. Und wenn angenommen jetzt in dieser doch sehr schwierigen Lage alle Ilex kaputt gehen, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, die Berberitze denn zu pflanzen. Dabei handelt es sich nicht um eine der laubabwerfenden Sorten, sondern um die immergrüne Zwergform Berberis buxifolia. Auch Landschaftsplaner Uwe Steinkamp hat lange nach Buchsersatz gesucht, wohl wissend, dass es immer Kompromisse sind. Die Eibe ist eine sehr gute Alternative nach wie vor. Sie ist ja auch immer schon in den historischen Gärten ähnlich wie Buchs auch verwendet worden. Sie ist sehr, sehr langlebig, sie ist extrem ausschlagfähig, sie wurzelt tief, hat also auch nicht diese Trockenheitsprobleme. Sie hat natürlich ein doch ziemlich dunkles Laub, also die Benadelung. Sie hat nicht die gleiche frische Wirkung, wie der Buchs sie hat. Aber es gibt ja auch schon sagen wir mal, etwas gelb- oder hellgrünlaubigere Arten, mit denen es mal versucht werden könnte. Weniger als Hecke, aber als immergrüner Wall eignet sich der Cotoniaster, der im Herbst zusätzlich mit seinen roten Beeren punktet. Sehr wuchsfreudig ist die immergrüne Heckenkirsche Lonicera nitida, auch wenn sie mit ihren überhängenden Trieben dem Buchs nicht ganz so ähnelt. Sie ist gut schnittverträglich, mag es sonnig und ist recht anspruchslos. Eine schöne dichte Hecke in voller Sonne bildet der Feuerdorn. Allerdings ist es kein Vergnügen, ihn zu schneiden, aufgrund seiner sehr spitzen Dornen. Leichter zu händeln ist der immergrüne Spindelstrauch. Aufgrund seiner panaschierten Blätter sieht er dem Buchs aber nicht ganz so ähnlich. Angeboten werden seit neuestem auch kleinblättrige Rhododendren. Die Sorte Blumenbuchs, eine Zwergform, ist extra als Buchsalternative gezüchtet worden. Noch fehlen langjährige Erfahrungen. Beeindruckend aber sind die rosafarbenen Blüten. Er ist als Kugel und auch als Beeteinfassung gut geeignet. Der unkomplizierteste Buchsersatz in Uwe Steinkamps Garten ist der einheimische wintergrüne Liguster. Er ist, wie gesagt, sehr anspruchslos, also man muss ihn nicht überfüttern. Und er hat vor allem auch nicht die Probleme bei Trockenheit, die der Buchs ja sehr schnell bekommen kann, insbesondere natürlich im Kübel. Also da ist der Liguster schon weitaus robuster. Und er ist auch wesentlich preiswerter in der Anschaffung.
Ob als Hecke, Beeteinfassung oder Kugel. Er macht alles mit, ist gut wüchsig und sollte mindestens zweimal im Jahr in Form gebracht werden. Und lebensbedrohliche Krankheiten oder Schädlinge wie den Buchsbaumzünsler kennt er auch nicht.